Sie ist eine beliebte Moderatorin und lebt für ihren Job vor der Kamera. Miriam Pielhau. Doch eine Brustkrebserkrankung wirft sie völlig aus der Bahn. Nach einer ersten und zweiten Diagnose gilt sie 2015 als krebsfrei, doch nur ein Jahr später der Schock. Die 41-Jährige stirbt an den Folgen ihrer Erkrankung. Ihre geliebte Tochter Mina ist zu diesem Zeitpunkt erst 4 Jahre alt. Miriams Ex-Mann und Vater der Kleinen, Thomas Hanreich, nimmt Mina zu sich. Auf Mallorca wächst die inzwischen 7-Jährige bei ihm, Stiefmama Lara Kessler und 2 Halbschwestern auf. Ja, der 5-köpfigen Patchwork-Familie, die durch nicht ganz so einfache Umstände zusammengekommen ist, scheint es richtig gut zu gehen. Gemeinsam genießen sie Ausflüge, wie hier nach Amsterdam oder ihren Alltag zu Hause auf der Balearischen Insel. Dabei fällt auf, Tochter Mina kommt ganz nach ihrem musikalischen Vater und so kann die 7-jährige Tochter des Sängers bereits Klavier spielen und singen. Dass sie auch abseits der Musik ein eingespieltes Team sind, zeigt Stiefmama Lara in ihrer Instagram-Story. Sie teilt mehrere Schnappschüsse mit Thomas, Mina und ihren beiden leiblichen Kids. Dabei fällt auf, wie groß Mina mittlerweile schon geworden ist. Ja, da macht nicht nur Thomas Hanreich einen Nummer 1-Papa-Job, sondern vermutlich auch Mina einen tollen Job als große Halbschwester.